Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Also unsere letzte Mission war ja eigentlich noch nicht ganz fertig. Ein Bericht von der Nexus. Die Bevölkerung wächst, da immer mehr Leute geweckt werden. Viele Siedler warten auf eine neue Heimat. Bradley wird mehr Hilfe bekommen, als er verkraften kann. Ja, sie müssten schon bald mit der Aussaat beginnen können. Ich bin mir nie sicher, ob ich sie genug gieße. Oder vielleicht zu viel? Ich bin auf einem kleinen Frachter aufgewachsen und kannte Gärten nur aus Videos. Aber ich habe sie schon immer geliebt. Ich habe davon geträumt, einen großen Rosengarten anzulegen, wenn wir erst hier sind. Manchmal stelle ich es mir immer noch vor. Rosen in Helios. Oh, kann ich mich da auch anbändeln? Das kann man doch mal machen. Parallel anbändeln. Das ist doch nicht schlecht. Unter dieser Uniform verbirgt sich also ein Herz so zart wie Rosenblüten. Darunter verbirgt sich vieles, mein Freund. Hat denn der große, böse Pathfinder auch eine Schwäche? Wenn, dann nur für jemand ganz Besonderen. Gut zu wissen. Wir alle suchen nach etwas Besonderem. Ich brauchte einen neuen Traum, nachdem ich die Asari-Elite-Einheit verlassen hatte. Oder genauer gesagt, von meiner Mentorin Nysera fortgeschickt wurde. Wieso hat sie das getan? Sie sagte nur, die Initiative passt besser zu ihnen. Ich war gerne eine Jägerin, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Okay. Das klingt, als wäre ihr wichtiger gewesen, was gut für sie ist, als was sie wollten. Zurückgewiesen zu werden, war nicht gut für mich. Aber es war nichts Neues für mich. Wenn deine Biotik zu einer Waffe mit Jägerinnen-Niveau gemacht wird, reagieren viele komisch darauf. Die Initiative wirkte auf mich besser. Auch wenn mir unklar war, wie ich in ihre schöne neue Galaxie passte. Ich habe nie irgendwo reingepasst. Dann bin ich einem Spinner namens Ryder begegnet. Er sprach über die Reise nach Andromeda, als wollte er einem eine neue Sichtweise auf sie vermitteln. Was an dieser Vision hat sie dazu gebracht, den Schritt zu wagen? Eine Zivilisation, in der jeder einen Platz hat, sogar KIs. Oder eine übermäßig starke menschliche Biotikerin. Ihr Vater hat gesagt, anders sein ist okay. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie willkommen sind und dafür sorgen, dass das bei anderen auch so ist. Ich konnte mit 13 schon Stahlträger verbiegen. Durch ihn habe ich mich gefragt, wie es gewesen wäre, wenn jemand zu mir gesagt hätte, das ist okay. Er gab ihnen einen Traum, auf den sie hinarbeiten konnten. Darin war er wirklich gut. Wer will nicht irgendwo dazugehören? Vor allem zu so etwas wie der Initiative. Also habe ich in der Initiative mein Bestes gegeben. Ich habe immer an die kleine Nische gedacht, die ich haben wollte. Einen eigenen Rosengarten. Ich dachte, ich wüsste, was aus mir werden würde. Es geht also darum, dass Sie nicht Pathfinder geworden sind? Ich dachte nicht, dass es immer noch wehtut. Nysera. Ihr Vater, meine Eltern. Sie gehen und lassen mich ohne Antworten zurück. Ohne Platz im Leben. Das ist schlimm, aber es ist nun mal passiert. Sie müssen sich jetzt voll auf die Mission konzentrieren. Das tue ich immer. Aber ich bin auch ein Mensch. Ich brauche Zeit, um damit fertig zu werden. Und wenn diese Relikttechnologie hält, was sie verspricht, bekomme ich vielleicht eines Tages auch meine Rosen. Gut, ja, ich meine, so unnett ist sie ja auch nicht eigentlich. Eigentlich. So, also. Wenn man darüber nachdenkt, Gehen wir hier nochmal rein? Genau, hier war doch die andere, die Doktorin, oder? Sie haben also Ne. Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Schon möglich. Ich bezweifle allerdings, dass er mich sonderlich mag. Das ist einfach seine Art. Sie sollten sich eher Gedanken um die Roker machen. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Axul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Axul wurde von dem Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang.
Ich kann mir kaum vorstellen, was er dort durchmachen musste. Er hat Narben, die Ihnen einen Eindruck davon vermitteln könnten. Als Axul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Axul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roker. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ich konnte Ephra davon überzeugen, dass ich keine Bedrohung bin. Vielleicht schaffe ich das ja auch bei Axul. Ich bewundere ihren Mut, aber Axul ist gefährlich. Und es mangelt ihm an Ephras Pragmatismus. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roker auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die den Cat gemeinsam mit Axul entkommen ist. Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Okay, danke, Jarl. Das war jetzt zwar nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich mal zu dieser Doktorin. Wo war denn die? Wo war denn die? Na gut, das war sie auch nicht. Da ist sie auch nicht. Da oben ist dann auch nicht. Und ja gut. Okay, dann warten wir halt auf den nächsten Schritt, bis Pepe sie kontaktiert. Beziehungsweise ich check mal die E-Mails, oder? So, Sid und Vetra, nein. Poker, nein. Hallo, nein. Weisheit, nein. 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 Aha, hat sie mich jetzt noch nicht kontaktiert, oder? Sah so aus. Okay. Ich kann ja mal trotzdem hingehen. Ich gehe mal rein. Ich gehe mal rein. Die müsste doch hier da sein, oder? Ist sie da? Mal reden. Meridian war absolut überwältigend, oder? Sie waren unglaublich. Kein Sicherheitsnetz, kein Sam. Und sie haben nicht mal mit der Wimper gezuckt. Ja, ich bin cool. Ich bin einfach cool. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Mein Abzugsfinger hat gejuckt. Nein, das Einzige, was gezuckt hat, war mein Abzugsfinger. Und der Archon, als sie ihn erledigt haben. Jetzt wird Helios wirklich Gestalt annehmen. Und wir haben VIP-Tickets. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Abenteuer gerade erst beginnt. Ja. Flirten? Na klar, oder? Warte mal, was ist denn das? Nö, das sind nur Infos. Flirten. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Oh, das ist nett. Dann... Nö, der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Gut, okay. Danke für das Gespräch. Wir kommen der Sache näher. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Okay, so, na gut. Aber trotzdem ist jetzt irgendwie mit der Mission geht's jetzt noch nicht so weiter. Das heißt, nächster Schritt, warte bis Pepe sie wegen Pock kontaktiert. Ja, gut, okay. Dachte, das geht jetzt irgendwie weiter. Was machen wir denn da eine Weile? Beziehungsweise vielleicht muss ich die auch aktivieren. Die ist ja aktiviert eigentlich. Die Mission. Genau. Okay, machen wir derweil vielleicht irgendwas anders? Wir könnten ja was anders machen. Was haben wir denn hier noch? Priorisierte Operationen gibt es ja, müssen ja jetzt alle weg sein, oder? Genau. Die alle Helios-Aufgaben. Was Neues dazugekommen? Gegenseitige Gefallen. Ja. Laden.
Ios, ich glaube, wir müssen uns mal wieder um unseren Planeten kümmern, oder? Sieg über die Kett. Genau, ein bisschen kämpfen, oder? Oder das, genau, das können wir mal machen. Sehen wir, das ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir mal nach Pepe wieder. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Ja. Anomalie auf den Sensoren. Ach ja, außen. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Gut, dann checken wir mal. Was ist das? Ein Auto. Das ist ein Auto. Respekt an Deck. Nein. Habe ich das gemacht? Einfach Stufenaufstieg. Alles klar. Perfekt. Sehr schön. So, wo müssen wir hin? Hier hin. Ja, ich werde dann wieder mal die anderen Gebiete farmen. Ich werde es mal extra machen, denke ich. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Okay. Gut, was immer. Landezone, jawohl. Ja, die PEF 2, die kann ich leider noch nicht ausrüsten. Das ist schade. Ich kann natürlich mal kurz checken, ob. Ach so, dann das muss ich direkt draufklicken, wahrscheinlich. Ob es da irgendwas Besseres gibt. Kampffitness 5, aha. Gibt es da was Besseres? Langer Lauf. Kurzer Lauf 3, langer Lauf. Nee, minus 11, Magazin. Wobei, ich habe ja gar kein Magazin. Das ist ja egal. Minus 11, Sturmgewehr, Magazinkapazität. Ich bin ja unendlich. Das brauche ich nicht, Sturmgewehr, Magazinkapazität. Sturmgewehrpräzision. Was ist das? Das ist Schaden 13. 15. Machen wir das. Genau. Und was ist das? War bestimmt irgendwo. Weiter unten, ne? Hier. Schwerer Schaft 3. Na, da haben wir doch bestimmt irgendwas Besseres mittlerweile. Schwerer Schaft 4. Genau. So. Schauen wir nochmal hier nach. Da haben wir Zielfernrohr 3. Was haben wir da? Haben wir da was Besseres? Zielfernrohr. Nein, Zielfernrohr ist nicht besser. Ersatz-Thermomagazin 25. 52% ist die 2. Da irgendwas? Nee. Aber vielleicht. Gut, 50% Reservemunition ist schon nicht schlecht. Eigentlich mal hier. Egal. Besser. Hier machen wir das gleiche nochmal. Piranha. Werbemagazin 3. Magazin 4. Genau, 55. Und 63. So, und was war das? Das war Schrotflinte Schnellverschluss. Der hatte 48 Durchschlagsschaden. Sehr gut. Schnellverschluss. Nee, auch nicht besser. Gut. Was soll bestätigen? Leite Sinkflug ein.
Die Werte passen. Alles ruhig. Gut, wo geht's lang? Leute, wo geht's lang? Da oben ist es. Da oben ist es. Na, es ruckelt doch ganz schön hier. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Muss ich wieder mal meine Aufnahme überprüfen. Meine Einstellungen. Ja, ich check erstmal die Map. Genau, das ist ja das Beste. Ach, das ist hier hinten. Ja, da kann ich da irgendwo, ich kann ja da wenigstens mal eine Schnellreise machen, oder? Ich muss dann wahrscheinlich hier. Ja gut, so weit war ich ja gar nicht. So, hier hinten war ich ja dann auch nicht. Ich bin ja dann einfach weiter. Okay. Können wir hierher eine Schnellreise machen? Schnellreise? Ja. Gut, da sind wir da. Nomad. Nomad ist da. Okay. So, jetzt ist natürlich der Wegpunkt hier Quatsch. Das heißt, wir fahren mal drüber, dann ist der ja eh weg. Wir müssen dann hier quasi irgendwie runter. Ich denke mal, hier können wir eigentlich... Können natürlich auch erstmal hier hinfahren. Genau. Das macht schon Sinn, denke ich. Nee, das ist die falsche Richtung. Ich wollte ja eigentlich zum Punkt. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Die falsche gefahren, hä? Das ist immer so ein bisschen unübersichtlich. Ja, völlig verkehrt. Alles klar. Na, dann geht's. So, am besten einfach hier geradeaus. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich denke mal, das schaffen wir, hä? Oder? Oh. Das war natürlich nix. Das war natürlich nix. Oder fahr mal hier runter. Komm hier, einfach hier, so lässig. Klingt, als hätten wir schon etwas bewirkt. Oh, genau. Aber in dem Ding ist alles gut. Da stört uns nix. Okay. Fahren wir hier durch. So. Achso, wir wollten ja erstmal das Ding aktivieren. Alles klar, was ist denn hier los? Alles für Zeug. Wow. Haben das alles die Cat gebaut? Sie haben hier nicht bloß eine Basis. Das ist ein ganzer Stützpunkt. Ja, eben. Müssen wir alles ausradieren, oder was? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Okay. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Alles klar. Ich will aber jetzt eigentlich... Alter, wieso hängt das heute so? Muss ich mir mal angucken. So, ich muss sozusagen dahinter eigentlich fahren, oder? Dort, wo es qualmt, kann das sein? Das kann sein, dort, wo es qualmt. Da machen wir dort einfach mal hin. Weitermachen. Eine Idee des Bürgermeisters. Mhm. Weil wir weitermachen müssen. Politiker,
Stets hilfreich. So. Ja, aha. Okay, dann checken wir mal die Lage. Hm? Unser Freund hat aus einem Kettbunker angerufen? Mhm. Ja. Wir wissen nicht, ob er ein Freund ist. Alter, was ist denn hier los? Na gut, ich mach das mal noch, dann muss ich das wahrscheinlich erstmal checken. Oh, toter Cat. Toter Cat. Hallo? Hab ich hier irgendein Licht oder was? Hab ich eigentlich hier... Na, wen haben wir denn da? Freut mich, dass Sie sich entschieden haben, hier aufzukreuzen. Ist das Ihr Werk? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Mein Name ist Bane Massani. Die Kettjagd ist so eine Art Hobby von mir. Mhm. Was ist denn jetzt los? Hallo? Von mir auch? Das ist kein Spiel. Ja, das ist kein Spiel. Cat zu töten ist kein Zeitvertreib. Was Sie nicht sagen. Es ist nämlich das Einzige, was ich bisher auf Eos gemacht habe. Dieser Planet ist ein Kettmagnet. Ich habe sie aufgespürt und einige Orte markiert, die man ins Visier nehmen könnte. Sie haben das Kronjuwel zwar schon ausgeschaltet, aber diese Bastarde haben hier noch andere Stellungen. Und wenn Sie Ihren schicken neuen Außenposten beschützen wollen, sollten Sie sie besser auslöschen. Es gibt nichts, was ich für die Sicherheit von Prodromos nicht tun würde. Freut mich zu hören. Ich schicke Ihnen die NAV-Punkte auf Ihr Universalwerkzeug. Letzten Endes werden wir auch Ihr Kronjuwel angreifen müssen, Ihre Hauptbasis. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür schon bereit sind. Okay, na dann. Das schaffe ich schon. Ha. Besonnenheit bringt nichts, das stimmt. Ich werde mir erstmal die kleineren Ziele vornehmen. Kluger Junge. Viel Spaß auf der Jagd, Pathfinder. Wer ist denn das? Bane Massani. Die Cat, nee, egal. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Okay, und wer ist das jetzt? Ach, das ist er, okay. Hallo? Typ? So. Na gut, das war jetzt nichts weiter. Ein Energieregenerator zerstören, die Kaserne zerstören, ja. Das können wir dann machen. Würde ich sagen. So, ich werde es aber erstmal nochmal kurz hier. Hat er geschossen, ja? Ich werde erstmal nochmal kurz hier die. Die Lage checken. Also nicht die Lage checken, sondern meine Hardware checken. Irgendwas hat sich geändert hier. Und das stört mich, weil das ruckelt. Das hat sonst nie geruckelt. Also, bis gleich. So, liebe Leute, ich bin wieder da. Ganz kurz, mal sehen, ob es was gebracht hat. Wir werden es gleich mal checken. Oh, das sind viele. Das sind viele. Ja, dann machen wir das gleich mal hier. So. Meter. Ja, schlungert da doch jemand rum. Ja, ja, klar. Deswegen bin ich hier. Mädel. Aber wir kämpfen hier. Ah, die Waffe ist scheiße. Wenn die immer überhitzt ist. Die ist besser. Ja, Boden, das war's schon. Ha! Ja, sehr gut. Klasse. Ja, ich denke mal, so klappt das besser. Ja, jetzt zumindest. Vorher war die CPU-Auslastung irgendwie so riesig hoch. Ich tue nämlich gerade im Moment ein bisschen rumexperimentieren mit irgendwelchen Aufnahmen. System und Einstellungen, um das noch ein bisschen zu optimieren. Und das vorhergehende war sehr CPU-lastig. Und jetzt habe ich das geändert. Und da scheint, zumindest ist es jetzt, sind wir jetzt bei
nicht mehr bei 90 und 100%, sondern ja, bei 80 geht. Das geht. Das geht. Also ich behalte es im Auge. Deaktivieren, alles klar. Krabbelt dich am Arm hier, hm? Nein. Das ist richtig. Der starken Cap-Präsenz auf EOS würde ich Ihnen zustimmen. Genau, EOS ist mein Planet. Wir müssen einfach weiterhin alle abschalten, die wir finden. Genau, so machen wir das. So, haben wir eigentlich überhaupt irgendwo noch was gefunden? Nee. Gut. Dann fließen wir halt zum Nomad zurück. Und weiter geht's, würde ich sagen. Gut. So viel Gewalt. So viel Gewalt, ja klar. Mädel. Wir sind hier im Krieg. So, kann ich hier... Muss da hoch einfach, ja? Wahrscheinlich... Ja, meine Güte. Machen wir mal schnell Reise. Ist okay. Wo ich da hochfahre... Fahrt hinter uns. Was? Ich bezweifle, dass eines unserer Fahrzeuge je derart hart auf die Probe gestellt wurde. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Unsere Ausrüstung wird hier enorm beansprucht. Aber das ist überall anders auch so. Genau. So. Müssen wir hin? Hier hin, oder? Ist das das Ding? Ja, das ist das Ding. Cool. Dann gehen wir da einfach mal rein. Wir nähern uns der Kaserne. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Übermütig? Wieder nicht übermütig. Ich bin einfach mal der Checker hier. Das ist alles. So, rein. So. Logisch. Ist noch jemand? Na ja, kommen wir gleich draußen, ne? Alles klar. Check ich mal die Lage ein bisschen. Brauche ich nicht. Was, Cat? Ja, mach das mal. Behält das gut? Ja, weiß ich nicht, was das ist, ob das wichtig ist. Aufladen, so, Munition nehmen. Okay, muss ich das zerstören? Wo muss ich das zerstören? Muss ich scannen? Nein. Also ist nichts hier. Gut. Okay. Dann greif ich mal in die Trickkiste. Greif mal in die Trickkiste. Ja, Cat. Keine Chance gegen meine Schrot. So wahrscheinlich muss ich. Das ist ein Feind, ja. Achtung, Granate! Ah ja. Kein Stress. Die anderen kümmern sich drum. Oder? Kann ich das Ding benutzen hier? Das wäre doch cool. Ich denke, das war der letzte. Kann ich das benutzen? Ey, ich will das mal benutzen. Das wäre doch was. Ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen. Entchen. Das ist ein bisschen frech. Weg, Überreste. Gut, hier oben ist dann nichts mehr, oder? Hm. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier rein und ebenfalls deaktivieren. Gut. Ich bin Invictor. Dieses ist anders. Exoskelett. Dextroproteinbasiert. Sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt. Weißt du, wie viel Kraft genau erforderlich ist, um deine Dermalplatten abzulösen? Normalerweise werden einem die Leute ja sympathischer, wenn man sie erst besser kennt. Mhm. Okay. War's das jetzt hier? Oder müssen wir irgendwas aktivieren noch? Oder zerstören? Eigentlich hieß es doch zerstören, oder? Ach nee, wieder zurück. Alles klar. Gut.
So. Nomad, wo ist der Nomad? Ach, der war hier hinten, genau. Komm, Flitz. Blitz. Da. Okay, wo war er da unten, der Typ? Bam. Okay, mal sehen, was der Typ sagt jetzt, oder was er überhaupt will, oder was er überhaupt für ein Mensch ist. Das war verdammt gute Arbeit da draußen, Pathfinder. Deshalb wollte ich Ihnen auch nochmal persönlich dafür danken. All diese Kett zu erledigen war eine echt beeindruckende Leistung. Naja, so schlimm war das nicht. Das war Pillepalle eigentlich. Sie haben mir gezeigt, wo ich zuschlagen muss. Ach was, Sie wären auch ohne mich klargekommen. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Was kennt er mich, der Typ? Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Hm. Okay, danke. Passen Sie auf sich auf, Masani. Das habe ich vor. Sehr gut, abgeschlossen. So, jetzt würde ich mal wieder zurück. Dann will ich mich mal noch um Ebe kümmern. Aber Pipi ist immer so ein bisschen wie eben Pipi. Ja, ich muss mal Pipi machen. Nee. So, wir können natürlich auch uns extrahieren. Wie war das? F. War das F? Geht das nicht? Das nicht F? Nomad F? Aha. Dachte ich. Exfiltration? Nee, es war T. T war's. Nie F. Sind im Steigflug. Atmosphärenaustritt erfolgt. Gut. Okay. Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Jetzt erwarte bis, genau, Kontakt. E-Mail, ja, da geht's los, da geht's weiter. E-Mail, hab eine Spur, da haben wir's doch. Genau. Cool. Bringen wir mein Board zurück. Ja, da gehen wir da gleich mal hin. Zu unserer schnuckligen... Ryder, hey. Kello hatte recht. Das Einzige, was fehlt, ist Pock. Ich hasse die Vorstellung, dass Kalinda hier rumgeschlichen ist, mit ihren neugierigen Augen und schmierigen Fingern. Brauchen Sie irgendwas? Flirten. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Wir kommen aber nie weiter, das hatte ich doch vorhin auch schon gesagt. Das ist doch nix. Nee, ich will weiterkommen. Heute. Oder so, vielleicht. Was machen wir denn da jetzt? Wie denn jetzt? Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Nur, dass es mich ankotzt, dass meine frühere Verbindung zu ihr wieder zu einem Problem wird. Für mich und jetzt auch für Sie. Okay, für uns. Sie ist wie eine verdammte Warze, die man vereist hat. Doch dann, tada, taucht sie wieder auf. Okay... Ich werde Sie von dieser lästigen Warze befreien. Ja, bitte tun Sie das. Sie ist nämlich hässlich und dämlich und warzig. Unfassbar, dass ich jemals dachte, wir würden uns nahe stehen. Gut, lass mal das. Ich will... Reden wir über etwas anderes. Ja, bitte. Genau, über uns. Hallo. Geht nicht, schade. Hier? Wie geht Ihr aktuelles Projekt voran? Wie Sie wissen, ist mein Scanner immer noch unvollständig. Er ist bereit für die Aufrüstung, aber im Moment ist er eben nur leistungsfähig und clever genug, um bestimmte Signale zu erfassen. Sobald Sie mir allerdings die Reltech beschaffen, die ich brauche, wird er ein wahrer Mysteriendetektor sein. Habe ich das schon gemacht, oder? Haben wir doch schon mal gemacht. Ach. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter.
Darauf können Sie wetten. Da muss ich jetzt nochmal checken hier. Das klappt so nicht. So läuft das nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Also, Verbündete und Beziehung. Genau, was haben wir denn da? Den können wir auch nochmal machen irgendwann. Den Typen hier. Aber ich will hier erstmal... Hier, genau. Und? Ach so, der kann da Bar treffen. Wieso in der Bar treffen? Na gut, dann machen wir das. Das machen wir. Schaffen wir es heute. So, in der Kandara Bar. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal irgendwie raus und dann erstmal die Lage checken, wo wir hinfliegen müssen. Wo? Kann. Ja. Okay, was geht's? Sind jetzt im Orbit von Kadara. Yep, und los geht's. Jawohl. Oh, das ging ja schnell. Raus aus der Hütte. Und dann stehen wir hier da. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier rein, oder? Ich kenne mich jetzt gar nicht aus, wie das mit der Bar war. Ne, die werden wir schon finden. Denke ich. Nee, das ist ja Quark, hier hinterzulaufen. Ich muss irgendwie rumlaufen. Ja, die Wegfindung hier drinne ist mal etwas. Hier ging es rein, oder? Was ist das? Der liegt immer noch da. Der ist doch schon lange vergammelt, ha? Ist doch schon Tage her. Warum bauen die Türen so lange? Achso. Hier runter geht's. Alles klar. Was ist mit dem los? Betrunken. Ah, Track ist da. Aber hier hinten. Gehen wir hin. Mit wem sitzen die da, ha? Wer ist denn das? Sind mein neuer bester Freund. Ah, Ryder, darf ich Ihnen meinen neuen besten Freund vorstellen? Wie war nochmal Ihr Name? Samrick. Na klar, richtig. Also Samrick hier ist total süß. Und er kann gut verstehen, wie traurig ich darüber bin, dass mir Pock gestohlen wurde. Er hat früher mit unserer Freundin Kalinda zusammengearbeitet und weiß, wo sich ihre Crews treffen. Er kennt ihre Unterschlüpfe, Sammelpunkte und so weiter. Ja. Egal. Ich nehme an, er wird Ihnen verraten, was Sie wissen wollten. Naja. Hören Sie, ich weiß die Drinks und Ihre Schmeicheleien echt zu schätzen, aber Kalinda mag es nicht besonders, wenn man über ihre Geschäfte quatscht. Sie hat mich ziemlich übel zugerichtet, als sie mich aus ihrer Gang geschmissen hat. Und ich habe keine Lust, dass sich das wiederholt. Denken Sie nicht, dass Ihnen gerade jetzt jemand anderes mehr Angst macht. Sie haben vielleicht Kalindas Prügel überstanden, aber Sie haben ja keine Ahnung, wozu Ryder fähig ist. Und nachdem Sie uns dann Ihr Herz ausgeschüttet haben, wird sich Kalinda sowieso nochmal mit Ihnen befassen. Also warum ersparen Sie sich nicht einfach die zusätzliche Abreibung? Okay, schon gut. Scheiße, Ihr Typen spielt echt nicht fair. Danke, Ryder. Ich glaube, er wird jetzt kooperieren. Ich werde schon bald wissen, wo ich Pock finde. Gut, zu den Ort. Auf den Laden. Betrunken. Kann ich dich schubsen? Nee, kann ich nicht, schade. Ich hätte dich gern mal geschubst. So, wer ist das? Spendieren Sie dem Krogada einen Drink. Ja, mach das. Sind die alle besoffen hier? Mann, ihr Aliens, ihr vertragt doch kein Alkohol. Das ist nichts für euch.
So, also gut, gehen wir zurück. So, warum geht die Tür so langsam auf? Ich weiß es nicht. So, wir müssen jetzt hier hin, hier rum und hier wieder rum und dann zum Schiff. Muss dahinter vielleicht was geladen werden immer oder wie? Ich weiß es nicht. Datenpad, hat man das schon irgendwie? Nee. Brauche ich aber wahrscheinlich auch nicht. Tempest. Gut, also. Ryder, kann ich Sie kurz sprechen? Nein. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Das wird schon später. So. Da. Auf Kurs. So, ich denke mal, das machen wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal, ob wir dann irgendwann mal ans Ziel kommen hier. Gut. Okay, da hinten hin. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich wieder den Nomad. Ach ja, wir sind da wieder in der Gefahrenstufe. Hm. Vielleicht kann ich ja gleich hinbeamen mich. In hier hinter. Ach, hier gibt's gar nichts. Ich muss hier wirklich echt mal rumfahren und ein bisschen ein paar Sachen aktivieren. Alles nicht aktiviert. Da. Okay. Das ist das Schiff hier. Wenigstens erstmal hier hin. So, dann nehme ich den Nomad. Wo ist der Nomad? Der ist der Nomad. Komm mit, Mädels. Und dann. Naja, wir müssen eh hier hinter. Das heißt, wir könnten vielleicht auch erstmal hier hinfahren. Zwischenstopp machen. Dass wir uns dann hier ordentlich schön per Schnellreise bewegen können. Das heißt, wir müssen dann dahinter. Phoebe, der Rest des Teams und ich haben beschlossen, nicht auf der Sache mit Kalinda herumzureiten. Gut. Glauben Sie mir, ich bin darauf genug für Sie alle zusammen herumgeritten. Wer redet jetzt hier gerade? Sie sind Say. Das gefällt mir. Sie haben echt Kampfgeist.
Ja, logisch. Wenn du mit mir redest, ich weiß es nicht. So, wo ist denn jetzt hier der Punkt? Weiter! Die Plünderer zerlegen die Reliktech. Ist das ein Problem? Normalerweise nicht, aber wenn sie einen Reliktkern in die Finger kriegen, könnte er instabil werden und die Geißel anlocken. Wie verhindern wir das? Ich auch. Keine Ahnung. Komm, außenrum. Pathfinder, ich könnte ihr Universalwerkzeug so modifizieren, dass sie damit die Kerne deaktivieren können. Dann reagieren sie nicht mehr. Dann los, bringen wir das in Ordnung. Genau. Das wurde nix. Wo? Hinter mir? Wie? Was? Wo? Da war da nix. Einer weniger. Okay. Wo? Und wo? Und wo ist jetzt dieses Ding? Ach, das ist das hier. Und was muss ich da machen da oben? Dann machst du platt. Oh. Meine Güte, muss ich alles machen hier. Zappeln die so rum. Gut, okay. So, wie komme ich da hoch? Muss ich da hoch etwa? Naja, gut, das kann ja sein, oder? Da komme ich nicht hoch. Oder? Doch, so. So. So, warte. Nee. Oh Gott, ich dachte schon. Wäre ich beschossen oder was? Okay. Ich habe auch sowas. Da, das ist meine. Genau, die schießt nämlich für mich. Cooles Ding. Hab ich mir zugelegt. Das wäre geschafft. Gut. Habe ich das jetzt zu mir genommen? Sehr schön. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier hoch. Oder darüber. Oh, da kann ich wahrscheinlich, komme ich hier nicht hin. Ne? Da muss ich dann... Was ist los? Da muss ich dann wahrscheinlich hier irgendwie lang. Mal checken. Temperaturen steigen an. Ja, ja. Hier lang, oder? Ha! Ist immer so eine Sache hier. Oder hier lang? Ja. Und... Alter. Oder hier? Ah, gut, okay. So. 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 Ab. Und dann... Nee, wo? Wo muss ich hin? Bleib da mal oben. So. Nee, hier komme ich nicht hoch, oder? Ja. Nee, hier? Ja, aha, okay, cool, doch, klappt irgendwie, klappt's. Na klar, komm du wieder. Ich bin aktiviert, komm, kämpf. Sehr schön. Das müsste es gewesen sein. Pathfinder. Interferenzen durch Plünderer an weiteren Städten. Mhm. Oh, was sind da drüben? Aber auch immer schwer. Gehen wir zu diesen anderen Städten. Alter, was sind das? Was Cooles? Schweißelektroden, Wert gering. Toll, Jungs. Was ist denn los?
erschießen hier. Jemand da? Niemand da. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Alles da. So, wir wollten aber eigentlich irgendwas anderes machen, oder? Da hinten wollten wir erstmal hin. Ach, immer diese Ablenkungen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Gut. In der Region sind Abbauzonen verfügbar. Kümmere ich mich später drum. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Danke. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh, was ist das da hinten? So, ist das das oder ist das irgendwie bloß irgendwas, was da in der Luft hängt? Plünderer Tech voraus. Die suchen hier bestimmt nach Altmetall. Na klar. So. Ein Datenpad. Sehen wir uns an, was drauf ist. Ein Koloss! Kommen Sie ihm nicht zu nah! Ja, der kann sich da um die kümmern. Genau, das ist doch cool. Mach das mal, Koloss. Ne, die wollte ich gar nicht, weil die... Ah ja, das kann ich auch. Alle erwischt! Naja, so ist das. Du Opferkoloss. So, okay, dann nehmen wir uns mal das Zeug hier. Was ist hier eigentlich drin? Aktivieren, gut. Und hier, Überreste. Ah. Ach so. Oder was? Gut. Egal. Ihr kümmert euch drum. So. Bin heute über eine kleine Streunerbande gestolpert. Sie sagten, sie wären unterwegs. Ach, und so weiter und so fort. Alles klar. Das klingt jetzt schon nach Ärger. Ich hab einen erledigt. Ja, das hoffe ich. So, na, da würde ich sagen, mal aktiv. Dann müssen wir halt weiter. Wahrscheinlich dreimal, oder? So. Da hinten ist nächste, hä? So sieht es da aus. Kampfbereit machen! Knapp verfehlt. Genau. Das ist das nächste. Nee, das ist nicht. Dann lassen wir das in Ruhe. Pathfinder, ich orte kaputte Maschinen von Plünderern voraus. Ja, da wollen wir hin. Sam. Verdammt, hier ist keiner mehr. Sie haben sich aus dem Staub gemacht. Naja, da wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen umsehen. Ja klar, aber das war eigentlich schon fast klar. War ja klar, dass sie nichts mehr zu tun haben. Kennen wir das nicht hier? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ein Plünderer. Lebenserhaltung ist stabil. Ja, ja, war klar. Ryder, er hat Pock. Sie ist allerdings beschädigt. Ich schätze, Kalinda ist nicht gerade liebevoll mit dir umgegangen.
Hey, ich will keinen Ärger. Ich habe diesen Ort verlassen vorgefunden. Laut Plünderergesetz gehört alles mir. Was? Große Lippe? Ja, klar. Das haben Sie doch gerade erfunden. Es ist Plünderergesetz. Und Plünderer machen nun mal ihre eigenen Gesetze. Obwohl, dann könnten Sie ja auch einfach neue aufstellen. Hören Sie, ich bin Geschäftsmann. Das heißt, wenn Sie etwas interessiert, bin ich bereit, es Ihnen zu verkaufen. Haben Sie je von einer Asari namens Kalinda Teref gehört? Kalinda Te... Nein, nicht, dass ich wüsste. Suchen Sie nach ihr oder arbeiten Sie für sie? Sie kennen sie. Entspannen Sie sich. Wir gehören nicht zu ihr. Nun, Sie haben eine Antwort und dabei bleibt's. Dieser Name wurde nie erwähnt und bitte nennen Sie ihn nicht nochmal. Haben Sie gesehen, wohin die Crew, die diesen Ort genutzt hat, gegangen ist? Sie sind gefährlich nah dran, diese gewisse Person zu erwähnen, deren Namen Sie eigentlich nicht nennen sollten. Keine Ahnung, wo Sie hin sind. Sie haben jede Menge Reliktstandorte ausgeplündert und nie irgendetwas Wertvolles zurückgelassen. Aber, hier waren Sie nicht so gründlich. Hier waren noch einige wirklich hochwertige Dinge zu finden. Wie viel wollen Sie für diesen defekten Beobachter? Was, das Ding? Naja, es sieht vielleicht aus, als wäre es Schrott, aber ich versichere Ihnen, es lässt sich problemlos wieder instand setzen. Genau genommen könnte ich es sogar selbst machen und richtig abkassieren. Ich, kann Ihnen also leider keinen Rabatt geben. Na klar, der Typ wird Sie wieder reparieren. Kommen wir zum Geschäft. Okay, hören Sie. Was würden Sie sagen, wäre ein angemessener Preis für den Beobachter? Nehmen Sie das hier und seien Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen. Ja, okay, das passt. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich bringe Sie auf die Tempest und flicke Sie wieder zusammen. Danke, Ryder. Vielleicht hat dieser Kalender-Albtraum ja jetzt ein Ende. Das ist eher unwahrscheinlich, oder? Ja. Wie auch immer, ich kann jetzt meinen Reliktscanner fertigstellen. Besuchen Sie mich auf dem Schiff. Gut. Es war nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ah, hast du Glück gehabt. Du Hüpfer. So, was haben wir hier noch? Nehmen wir alles mit. Tragbares Atemgerät. Wozu brauche ich das? Na gut, liebe Leute. Da wurde das heute doch nichts, aber wir sind der Sache ein Stück näher gekommen. Pibi, hä? Freust du dich auch schon? Also. Temperaturen steigen an. Ah ja. Da mache ich hier Schluss, beziehungsweise wir machen erstmal eine Exfiltration. Denke ich. Und dann machen wir Schluss. So, jetzt sind wir da. Genau. Sie haben gesagt, dass sie mit Ihnen reden will. Ja, ich rede mit allen. Tippel, tappel, pur. Jetzt mache ich aber erstmal Schluss. Liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.